Was wir natürlich probieren, ist eigentlich, dass der Wald auch zukünftig seine Aufgaben wahrnehmen kann. Also Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunktion plus halt eben auch noch einen Beitrag für den Artenschutz oder Artenförderung. Noch 10. Noch ein bisschen. Ja, das passt. 821. Also wir wollen das Wachstum dokumentieren. Wie vital sind die Bäume, wie wuchsfreudig sind sie. Also da ist ein grosser Konkurrenzkampf am Tun zwischen diesen Bäumen hier in dieser Pflanzung. Wenn man natürlich der Wald so ein bisschen in Bedrängnis kommt vom Klimawandel her, dann muss man Lösungen finden, dass man hier eben auch in Zukunft noch Wald hat, der diesen Funktionen gerecht wird. Wir wollen es schwer nicht hoffen, nein. Das ist eigentlich eben das, was wir mit dieser Versuchspflanzung auch anschauen wollen und versuchen, eine Lösung zu finden, die eben zukünftig auch gesunde Bäume in den Schweizer Wäldern sind. Wir müssen heute den Wald von morgen formen können. Wir haben hier Herkünfte, die das zukünftige Klima ertragen sollten. Ja, mit dem können umgehen, aber sie müssen natürlich auch jetzt in der jetzigen Situation können wachsen und sich entwickeln. Das ist so der Spagat, oder, den man hier machen muss.